Mein Block ist hart wie Honig. Dies ist die Geschichte davon, wie ich um den Block gegangen bin, mein Haus umrundete, kornmühlenhaft konzentriert konzentrische Kreise abschritt, nur um am Ende dort wieder anzugelangen, wo ich meine Reise begonnen hatte. Wie ein kam ich immer wieder bei mir an, kreiste ich im Orbit um mein Eigenheim, entlang der Jägerzäune der Vorstadt schreitend. Von den ausdruckslosen Gesichtern ganzer Kolonien von Gartenzwerge angestarrt, fiel mein Blick auf die Heerscharen von familientauglichen Kombifahrzeugen und auf Ninja-Pfoten schlich sich ein Gedanke in meinen Kopf, nämlich der, dass mein Blog nicht so 100% Gangster-Style sein könnte. Mit Mühe musste ich den Impuls unterdrücken, einem der Gartenzwerge eine Bandana überzustreifen, ihm einen Schlagring auf den Handrücken zu tätowieren und ihm eins meiner Freundschaftsbänder um den Hals zu hängen, damit er wenigstens ein bisschen Bling-Bling haben könnte. Es hätte die harte Realität auch nur matt kaschiert. Das hier war kein krasser Ghetto-Shit, auch wenn ich von der Straße kam. Ich hatte sie gerade an der Fußgängerampel überquert. Bei Orange. Ich krasser Motherfucker. Doch hier an der Straßenecke wurde kein Crystal Meth vertickt, hier wurden Bulgur-Rezepte ausgetauscht oder die Vorteile von Birkenzucker gegenüber Stevia diskutiert. Hier wird kein Schutzgeld erpresst, hier wird vom Nachbarn mit sanfter Stimme erbeten, dass er doch den Golden Retriever an die Leine nehmen soll, weil sich sonst die liebe Frau Großmutter vor Schreck immer ein klein bisschen in den Unterrock pullert. Wenn der Nachbar das ablehnt, dann ist er damit definitiv der derbste Kriminelle vor Ort und darf sich fortan Big Daddy Dogs nennen. Auf Platz 2 in der Verbrechensstatistik vor Ort ist übrigens Frau Schmidtkamp von der Ecke Mozartstraße Teichgasse, weil die ihren Rasen immer mit runden Ecken mäht. So nennt man das, wenn man aus Gemütlichkeit nicht in jedem Winkel des Vorgartens den Rasen stutzt. Die alte Schmidtkamp ist halt echt crazy drauf. Da außer Big Daddy Dogs und der alten Schmidtkamp bei uns im Block nicht besonders viele Leute wohnen, kann man also mit Fug und Recht sagen, dass hier der Wahnsinn regiert. Hier wimmelt es nur so vor potenziell gefährlichen Straftätern. Ein Spaziergang um mein eigenes Haus herum und ich bin schon wieder völlig fertig mit den Nerven. Ich koche mir jetzt erstmal einen Kamillentee mit einem Schuss Lavendelsirup drin. Aber womit soll ich süßen? Mit Stevia oder Birkenzucker? Um Zuschrift wird gebeten, aber bitte keine Briefumschläge mit scharfen Kanten.